Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu dieser kleinen Kollektion. Das Ganze nennt sich mit Gipsel. Damit ist gemeint, wenn man eine Feier oder so hat, kann man das in so eine Tüte stecken und dann eben an die Gäste verteilen. Setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Das Thema dieser Box ist Star Wars und wir schauen einfach mal, was hier drin ist. Wir haben hier so kleine Schlüsselanhänger. Wir haben hier Lord Grievous in ein bisschen verniedlicher Form. Wir haben hier einen Anakin Skywalker, der gleichzeitig auch Darth Vader ist. Dann haben wir ein R2-D2, einen kleinen C3PO. Und dann haben wir hier noch einmal einen kleinen Yoda und ein Stormtrooper. So, das sind erstmal die Schlüsselanhänger. Wir legen die hier mal oben hin, dass wir mal so einen Überblick haben, was hier enthalten ist. Dann haben wir so kleine Armbänder, auch mit so kleinen Figuren geschmückt. Die sind hier festgemacht, die können wir nicht abnehmen, sind aber ganz süß gestaltet, funktioniert ganz einfach, indem wir hier eben das durchziehen und dann ist das hier verschlossen. Also das ist relativ selbsterklärend und kann leicht angewandt werden. Hier haben wir auch unterschiedliche Versionen. Wirkt so, als wenn es dieselben sind, aber wie die Schlüsselanhänger, die Figürchen. Wir gehen hier einfach mal ganz flott durch. C3PO, R2-D2, dann wahrscheinlich den Stormtrooper, jawohl. Und zu guter Letzt dann natürlich auch noch Lord Grievous. So, auch die legen wir hier einfach mal zur Seite, dass wir hier das im Überblick haben. Zu guter Letzt ist noch ein Sticker-Paket enthalten. Und da können wir auch einmal ganz grob durchschauen. So, das ist das Gute. Wir haben hier dann sehr unterschiedlich gestaltete Sticker. Wir haben hier so realistische Modelle. Wir haben hier so cartoonartige. Der hier ist tatsächlich ein bisschen so wie diese kleinen Figuren. Dann haben wir hier richtige Filmfiguren. Dann haben wir natürlich auch so ein bisschen jokige. So, R2-D2, Darth Vader. Einen schwarzen Einheit, das Symbol der Republik. Dann haben wir hier so eine Chibi-Version von den ganzen Stormtrooper, Yoda, noch ein Stormtrooper, Vader, Kylo Ren. Dann hier ein paar Clone Troops, nochmal ein Stormtrooper-Helm, R2-D2, C3PO, Stormtrooper, Kylo Ren. Also wir sehen, das ist auf jeden Fall übergreifend, was die ganzen Star Wars Filme angeht. Also ist eigentlich fast alles dabei. Den hier finde ich besonders cool. Hat so ein bisschen was von so einem Sportsymbol oder Verein. Eine Aufmachung her. Haben wir auch ein bisschen Mandalorian dabei anscheinend. So, hier ist noch sowas ähnliches. Peace and Dream. Ganz klassisch Star Wars Schriftzug. Auch ganz cool mit den Druiden. So, so zieht sich das Ganze dann hier durch. Also wir haben sehr unterschiedliche gestaltete Sticker, die man dann eben auch in so einen Mitgiebsel reinstecken kann. Muss man natürlich gucken, ob das so machbar ist, ob es da Probleme gibt, weil es dann da doch sehr unterschiedliche Modelle sind. Aber ich persönlich finde die auch ganz cool, werde da auch den einen oder anderen für mich behalten. Einfach weil, ja, als Fan solche Sachen hier, so wie der hier, auch ganz coole Gestaltungsmöglichkeiten das Ganze bietet. Da muss man sich dann so ein bisschen durchfuchsen. Aber ich denke, man hat hier einen ganz guten Einblick, was hier so drin ist und was einen erwartet. Und ja, das war's dann auch. Ich denke, für eine Star Wars Party, wo man halt eine Kleinigkeit mitgeben möchte, kann man hier zugreifen. Das Ganze ist ja auch nicht sonderlich teuer. Wir kriegen hier eine gute Vielfalt an Objekten. Und ja, das soll es dann sein.